Walburgisnacht, die Nacht der Hexenvertreibung soll es sein, die Nacht von 30. April auf 1. Mai. Und am Stoßenhübel am Grieschwitzhagen konnte man auch die eine oder die andere Hexe finden. Der Jugendring Plauen e.V. hatte hier zum Hexenfeuer eingeladen und war damit auf eine riesige Resonanz gestoßen. Lampionumzug, Hexentanz und das Malen einer solchen standen hier auf dem Programm. Das für die meisten Plauner aber traditionelle Hexenfeuer fand in Neundorf statt. Hier gab es aber zuerst für die Kleineren einen Lampion- und Fackelumzug durchs Dorf, der am Wasserturm endete, wo ein riesiger Scheiterhaufen darauf wartete, der Hexe den Garaus zu machen. Bis zu 5000 Besucher, so die Veranstalter, zählt dieses Ereignis jährlich. Obwohl es sich durch den einsetzenden Nieselregen in eine leichte Schlammschlacht verwandelte, ist es ein Publikumsmagnet bei Alt und Jung, der seinesgleichen sucht.